Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr alle kennt ja die verschiedenen Shorts rund um den Flipper Zero. Heute werden wir uns einen Short mal genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar den, wo jemand mit seinem Flipper Zero ein Telefon entsperrt. Ich lasse den ganzen hier auch mal nebenbei kurz laufen. Wir werden das Ganze mal Schritt für Schritt durchgehen. Wie ist das Ganze aufgebaut? Was passiert da wirklich im Hintergrund? Wo sind die Grenzen bei dem Ganzen? Und was ist das Fazit? Wenn euch das interessiert, bleibt dran, gleich nach dem Intro starten wir mit der genauen Analyse. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber-Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel. Lass uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, dann schauen wir doch mal, wie dieser Flipper dieses Telefon entsperren kann. Ein paar grundsätzliche Sachen zu dem Ganzen. Also, der Flipper Zero ist natürlich kein Universal-Hacking-Tool. Das kocht auch nur mit Wasser. In unserem Fall wird der Flipper Zero über ein Bad-USB-Script das Telefon als Tastatur bedienen und dabei rein zufällig den richtigen Entsperrcode eingeben. Das ist auch eigentlich der ganze Trick hinter dem Ganzen. Man sieht auch oft mal in den Videos, wie mehrfach hintereinander ein falscher Code, Fehler, vielleicht auch mal deaktiviert wird das Telefon, aber dann doch irgendwann ganz zufällig das Telefon sich entsperrt. Das ist natürlich alles Fake, weil der Entsperrcode ist da in dem Script vorbereitet drin. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe dazu mal das Display vom Telefon hier gespiegelt. Ich habe das Display vom Flipper Zero über die Flipper App da und ich habe uns hier mal ein kleinen Texteditor geöffnet. Wenn wir das Ganze starten wollen, ich zeige es euch hier mal auf dem Flipper, haben wir hier die Bad Keyboard App. Die werden wir dann tatsächlich bedienen. Da werden wir das Script dann durchlaufen lassen und wenn das Script funktioniert, dann entsperrt sich dann auch unser Telefon. An der Stelle würde ich jetzt dann den Code aussuchen, aber nachdem wir den hier erstmal schreiben müssen, würde ich mal schreiben. Also, wie würdet ihr zum Beispiel das Telefon jetzt mit einer virtuellen Tastatur ansprechen? Also ich würde das erste Mal dafür sorgen, dass das Display aufwacht. Dazu würde ich als erstes mal sagen, drücken wir mal die Enter-Taste. Das heißt, wir geben hier als Command Enter ein. Und nachdem das Display natürlich dann oder das Gerät an sich an welchem braucht, bis das erstmal sich aufweckt, Display da ist, brauchen wir eine kleine Pause. Dazu nutzen wir ein Delay. Nehmen 500 Millisekunden, das entspricht einer halben Sekunde umgerechnet. Das sollte eigentlich reichen, damit das Gerät dann auf die nächsten Aktionen reagiert. Ja. Mit String sagen wir jetzt, welche Tasten eingegeben werden sollen. Jetzt mal für dieses Beispiel-Script sage ich jetzt einfach mal, drück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und nachdem der die letzte Zahl gedrückt hat, drücken wir nochmal Enter. Durch den Druck von Enter bestätigt er quasi dann auf dem Homescreen mit OK oder Bestätigen oder wie auch immer die Funktion heißt, ist egal, dass die Codeeingabe abgeschlossen ist und dann sollte Code vom Gerät geprüft werden. Ja, ich habe den Code hier schon mal draufgeladen, habe den in einem eigenen Ordner gepackt, heißt hier bei mir Lifehacking, Device Unlock und den Code, genauso wie wir ihn jetzt hier gerade geschrieben haben, ist jetzt in diesem Proof of Concept Text-File schon auf meinem Flipper drauf. Nachdem ich dann natürlich jetzt nicht meinen echten Passcode im Internet preisgebe, habe ich diesen bereits in einem leicht modifizierten Script namens Android gespeichert. So, ich tue jetzt hier mal meinen Flipper. Ich habe jetzt hier gerade mal das USB-C-Kabel angeschlossen und auf der anderen Seite das Telefon. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier mal entsperrt. Wir sehen, das ist genau das Gerät hier. Das ist wirklich kein Fake. Und an der anderen Seite hängt der Flipper dran. Ich sperre das Gerät wieder. Ist gesperrt. Wir sehen es auch hier. Und ich wähle jetzt hier
das Android-Skript aus. Ich drücke dabei auf, ich zeige es euch am besten so, ich drücke auf Run. Und das Gerät ist entsperrt. So, ich habe hier das Gerät. Ich sperre es nochmal. Ich drücke drauf, starte das Skript. Es läuft los. Und das Gerät ist entsperrt. Ich sperre es nochmal für euch. Starte nochmal das Skript. Drücke das zweite Mal. Und es ist entsperrt. Ja, beim ersten Mal hat er hier gemeckert, dass der Passcode noch nicht richtig bestätigt worden ist. Das kann jetzt natürlich diverse Gründe haben. Entweder stimmt jetzt an unserer Stelle hier die Pause nicht, dass er einfach etwas länger braucht. Oder es stimmt die Sequenz nicht ganz, dass er eigentlich vielleicht erst nach der Eingabe von dem letzten Enter dann soweit ist, das Ganze zu bestätigen. Deswegen kann es auch sein, dass man das vielleicht zweimal hintereinander bestätigen muss und dass das Gerät halt dann wirklich wach ist und dann den Code auch akzeptiert. Ja, also man sieht, relativ einfach ist das Ganze hier umsetzbar. Doch, wie ich bereits gesagt habe, ist das ja mehr ein Taschenspielertrick als wie ein tatsächlicher Hack. Ja, der Flipper Zero, der macht halt hier einfach nur eine sehr dumme Codeausführung, Schritt für Schritt genau das, was ich ihm vorgebe, das führt er auch durch. Es ist im weitesten Sinn ein Brute Force. Wenn ich ihm jetzt hier noch verschiedene falsche Passwörter mitgebe, dann würde das simulieren, dass er versucht, ja, hier, er meldet sich an, fehlgeschlagen, er meldet sich wieder an, fehlgeschlagen und dann, oh, er hat sich angemeldet und der Code hat gepasst, er hat sich, ja, reingehackt, aber wie gesagt, das ist alles nur für die Show. Ja, bei unserem Testgerät hier handelt es sich ja um ein Android-Gerät und da gibt es auch nochmal einen kleinen Unterschied zu iOS oder iPadOS. Das Android-Gerät akzeptiert den Flipper Zero sofort, wenn ich ihn anstecke als Tastatur und nimmt ohne Probleme Tastatureingaben entgegen. Mache ich das Ganze mit einem iOS oder iPadOS-Gerät, dann geht das da nicht so leicht, denn unter iOS oder iPadOS weigert sich das Gerät, eine USB-Verbindung aufzubauen. Dazu muss auch das Gerät erstmal tatsächlich durch den Benutzer entsperrt werden, dann wird das Gerät sozusagen gewitelistet und dann kann ich das Gerät, in dem Fall ja unseren Flipper, als Tastatureingabegerät verwenden. Das Ganze sieht man auch oft mal bei den iOS-Geräten, wenn die in dem Short durchlaufen, die sind bereits verbunden. Das heißt, er hat das dann halt einmal davor entsperrt, dass das Gerät vertrauenswürdig zu dem iOS-Gerät ist und dann kann er mit seiner Tastaturemulation beginnen. Das Ganze hat natürlich Gründe. In der Vergangenheit haben wir ja auch gehört, wie Sicherheitsunternehmen oder ja, Unsicherheitsunternehmen, die für Regierungen arbeiten, Sicherheitslücken ausgenutzt haben, gerade im Bereich des Anschlusses vom Lightning- oder USB-Anschluss, um dort über entsprechende Kommandos eigene Befehle auszuführen. Das hat Apple verhindert, indem sie unsichere Geräte oder noch nicht bekannte Geräte sofort blockiert, wenn die mit dem Gerät verbunden werden und erst eine Benutzerinteraktion erforderlich ist, einfach um zu verhindern, dass hier fremde Geräte tätig werden. Deswegen ist da an dieser Stelle auch nochmal iOS deutlich sicherer unterwegs als wie das Android-Betriebssystem. Ja, wenn euch diese kurze Erklärung gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr das Video liked und meinen Kanal abonniert. Dann bleibt ihr up to date, wenn ich andere Themen aus dem Bereich IT-Sicherheit für euch analysiere und unter die Lupe nehme. Ich plane noch ein Video mit diesem NRF Extension Board, das habe ich mir hier selber zusammengebaut. Mit dem kann man auch Funktastaturen, Funkmäuse oder auch solche Presenter angreifen und auch dort eine Code Injection durchführen. Wie das Ganze ausschaut, wie gesagt, ich plane dazu ein Video, bleibt also dabei. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Macht es gut, bis bald!